Ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Bayernland an alle Zuschauer und davon auch ein herzliches Grüß Gott zurück von mir an euch. Und willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Total War. Jawohl, wir sind ja schon jetzt eigentlich, bewegen wir uns allmählich auf die Endphase des Spiels zu, glaube ich. Ja, wir werden uns noch unserem größten Feind gegenübersehen und das sind die Mongolen, obwohl wir uns mit denen im Moment noch gar nicht im Krieg befinden. Denke ich jetzt einfach mal, dass wir auf kurz oder lang mit denen auf jeden Fall aneinander geraten werden. So, wir haben natürlich wieder einiges zu tun, unter anderem Städte auszubauen und zu verwalten, unsere Armeen weiterzuschicken und so weiter und so weiter. Mein König! Mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Genau, ich wollte ja jetzt den Marsch gegen die Spanier vorantreiben, wollte gleichzeitig ein Schiff klar machen. Mein Herr? Gegen die Sizilianer und die Franzosen und alles, was davon halt einfach noch übrig ist. Und deswegen beende ich jetzt einfach mal die Runde. Wir müssen kämpfen oder uns ergeben. Okay. Es geht ja schon mal wieder gut los hier. Na gut. Wir haben den Hafen nun blockiert, Herr. Alles klar, damit erfülle ich hoffentlich auch meine Aufgabe hier. So, genau jetzt, wo wir es nicht brauchen können. Nee. Mein König, hält die Verteidigung noch stand? Attackieren den Feind, nee, scheiße. Bis wann kann die Verstärkung aus Budapest denn da sein? Okay, das würde noch ein wenig dauern. Und nach Bern habe ich erst gerade Leute geschickt, die jetzt erst fortgebildet werden müssen. Fuck. Schnell kann ich da keine Armee hinschicken nach Zagreb. Die wollen es wohl um jeden Preis wieder haben. Naja, jetzt schauen wir einfach mal. Siedlung belagert. Zagreb, genau, das wissen wir ja schon. Stadt wächst, Stettin. Jawohl. So. Warum sind in Stettin eigentlich so viele Soldaten? Ach ja, genau. Ich hatte ja hier so ein kleines Problem. Jetzt ist hier schon wieder so ein orthodoxer... Ja, Herr. Priester unterwegs. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich mal ein bisschen Leute mitnehmen. Abrücken. Die Truppen. Mich damit nach Budapest begeben. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Und die Armee, die in Sorge dafür, dass sie euch fürchten. Budapest steht, die kriegt jetzt erstmal Verstärkung durch ein wenig Piken-Miliz. Euer Wille geschehe. Mein König. Kann ich hiermit nämlich den Feind angreifen. So, Stettin wächst, genau. Breslau wächst ebenso. Wunderbar. So, was wächst denn noch? Prag. Ja, da haben wir ja überall nur drauf gewartet. So, der Baubericht sieht wieder gut aus. In Reims kann ich nun Kanonentürme bauen und dann Rähm. Wie auch immer. Wer ist mein Ziel? Mein König. Oh, und tschüss. So, den kann ich ja jetzt auch mal quer durchs Land schicken. Ein Ziel, bitte. Beispielsweise diesen russischen Diplomaten hier ermorden. So, was gibt's denn noch, was wir hier voranbauen können? Jawohl, Palermo ist die Festung fertig. Das heißt, hier kann jetzt auch fortgebildet werden. Im kleinen Stil im Moment leider noch. Aber es wird schon. So, die Papststadt und die Mongolen befinden sich in Krieg und Waffenstillstand zwischen Mongolen und Sizilien. Die Beziehungen zu den Türken sind schrecklich. Falls es die überhaupt noch lange gibt, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die wird es nicht mehr allzu lange geben. Ja! Wie ihr wollt, mein König. Schnell mal rüber hier, bevor hier wieder so ein Schiff alles blockiert. Wir machen hier Rast, Männer. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Schlacht! Ja. Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eine sehr einseitige Armee haben wir, aber die Schotten geben leider nicht so viel an Truppen her, wie jetzt andere Völker. Da bin ich jetzt schon ein bisschen, ein kleines bisschen enttäuscht, aber was will man machen? Es geht halt gerade nicht anders. Die Armee hier kann ich auch nicht abziehen, weil ich muss ja noch gegen diverse Sizilianer hier in die Schlacht ziehen, die mir das Leben schwer machen wollen. So. Wie lautet euer Befehl? Ja, der erreicht die nächste Runde. Wer mich entdeckt? Ja, mein König. 97% katholisch. Okay, wo ist eigentlich mein anderer Attentäter? Der schwirrt doch hier auch noch irgendwo. Wessen Zeit ist abgelaufen? Da schwirrt er rum. Den schicke ich jetzt gleich mal auf den Boldakur. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Das geht ja mal gar nicht. Wird nicht länger
Problem. Ist hier noch ein Priester von denen rumgammelt. So. In Oslo wird noch fein gebaut. Da dauert es auch noch ein bisschen, bis hier die Stadt wächst in Stockholm. Können wir ein bisschen was von unserer Stadtgarde weiterbilden und weitere Gebäude in Auftrag geben. Aber die Küstenstädte mitsamt Hafen, die verdienen ja schon recht gut. Also da kann man ja wirklich nichts sagen. So. Na, wenn ich mal so die restlichen Städte anschaue, die florieren ja ganz schön. Sieht es denn eigentlich auf den britischen Inseln aus? In London wird nichts gebaut. Gut, Nottingham, alles klar. Edinburgh wird auch nichts gebaut, aber ich glaube, das ist gewollt, jawohl. Okay. Ja, dann können wir die Runde eigentlich eh nicht so viel machen, wie ich mir jetzt eigentlich erhofft hatte. Die Armee, die in Palermo sitzt, die schicke ich dann demnächst nochmal gegen die Sizilianer. Ah, Cagliari gehört jetzt den Papststaaten, alles klar. Ne, dann kann ich die Armee, die in Neapel sitzt, nachdem ich die Sizilianer hier platt gemacht habe, die kann ich dann ja nach Tunis schicken. Und ja, das ist jetzt aber alles hier noch Zukunftsgeschwätz. So, jetzt schauen wir mal. Oh, wir stehen gar nicht mehr so gut beim Papst. Die sind exkommuniziert. Die Sizilianer stehen sogar besser da als wie ich. Wie gut sind meine Chancen, dass ich wieder in... Wie kann ich dienen? Gut, der wird es wahrscheinlich nicht mehr packen. Ja gut, aber meine, also das Kardinalskollegium ist schon fast vollkommen durch meine Männer besetzt. Ich glaube, ich bilde lieber noch ein paar Priester aus. Beispielsweise hier in Mailand könnte es nicht schaden, noch ein paar auszubilden. Hier und, ach, wenn wir schon dabei sind, können wir doch auch in Genua uns auch noch einen snacken. So. Und bald wird das Kardinalskollegium eh nur noch aus meinen Priestern und Bischöfen bestehen und ja. Die feindliche Flotte greift uns an. Heute bringen wir euch eine Nachricht, nicht den Krieg. Ah, so viel Geld wollt ihr für einen Waffenstillstand. Ach. Ihr müsst uns ja Narren oder Schwachsinnige halten. Was, England teilt nicht euren verzweifelten und freien Drang der Schlacht zu entgehen, okay? Unser Gespräch erscheint mir sinnlos. Und dieses Gespräch war mehr als fruchtlos. So. Stellt die bösen Taten. Ja gut, jetzt schließt euch dem Kreuzzug an. Jetzt fallen wir immer mehr in Ungnade beim Papst. Na, wobei, das geht ja. Okay. No. Das Gefolge verschiedener Mitglieder meines Familienhauses vergrößert sich. Hier bauen wir noch einen Vergnügungspalast in Antwerpen und die Kanonentürme. Ich glaube, die können wir mal fortbilden hier. So. Genau, in Genua der Priester. Ich bin Gottes Diener. Ich setze die Reise... Wie kann ich dienen? Ach, die wurden gleich mal direkt... Papstschatten und Mongolen haben sich ja vorher auch schon im Krieg befunden. Naja. Die wurden direkt zu Bischöfen befördert. Auch nicht schlecht. Oder? Schottischer Bischof, ja. Kardinal. Ist ja cool. Priester sind allmählich schon nicht mehr toleriert. Es müssen gleich Bischöfe sein. So, hier rückt ja ein Riesenheer an, wie ich sehe. Wie ihr wollt, mein König. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Gott hat uns den Sieg gebracht. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Unser Volk war siegreich! Für unseren König! So. Ja. Beziehungen zu Spanien. Grauenhaft, das interessiert mich. Genauso viel, als wenn in China ein Rad umfällt. So, hier nähert sich allmählich... Hey, war das ein Angriff? ...eine Armee. Wir werden niemals aufgeben! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Wir haben nichts besser als den Tod verdient. Euer Wille geschieht. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Lager auf, mein König! Natürlich! Naja, gut. So, damit wäre hier mal die Belagerung gebrochen.
Mein König, ein Ziel bitte. Das ist alles, was ich brauche. Das so. Wird keine Zeit. Wer ist mein Ziel? Na, ansonsten sieht er jetzt überall eigentlich ganz human aus, muss ich sagen. Euer Geld ist beim Kaiser gern gesehen, mein Freund. So, jetzt werde ich natürlich mal schauen, dass ich hier noch Ragusa einnehmen wererde, genauso wie Durazzo, alles ehemalige venezianische Gebiete. Hallüch, Krakau gehört auch den, Krakau gehörte den Papststaaten. Bran, Jasi, Sofia, okay. Thessaloniki, na, es gibt schon die Mongolen, hä? Wahnsinn. Korinth. Kreta gehört auch den Venezianern. Na gut. Wir wollen jedoch nicht verzagen. So, ich brauche jetzt hier mal bitte wieder ein Schiff. Kanonenhulk. Weißt du was, dann bilde ich mir jetzt gleich mal eine Flotte aus, mit der ich mich messen kann mit anderen. Beende mal die Runde. Schauen wir mal, was passiert. Mission gescheitert. Ja, gut. Agent von Venedig entdeckt, der aber leider entkommen ist. Okay. Marinewerft, Stettin Ortswache, das passt alles. So, Papststaaten und Mongolen sind nun miteinander im Krieg, genau das, was ich haben wollte. Ist eingetreten. So, Vergnügungspalast, bitte, danke. So, das traut sich eh keiner mehr, mich anzugreifen. Das finde ich sehr löblich. Paris, noch Kanonentürme reinzimmern. Da werden gerade noch welche gebaut. So, in Bern wird auch hoffentlich schön weiter fortgebildet. Gut. So. Ja, Herr. Rücke vor, mein König. In Marrakesch sitzt aber ein bisschen was. Morgen marschieren wir weiter. Naja, die belagern wir einfach so lange, bis sie rauskommen. So. Ich glaube, hier kann ich. Hier sollte ich den Steuersatz noch nicht anheben in Lissabon. Ist noch ein bisschen früh. Ich hoffe, die greifen jetzt die Papststaaten an. Das fände ich wirklich ultra geil. Wir werden niemals aufgeben! Ich sollte vielleicht erstmal diese Venezianer hier vertreiben. Ihr solltet uns fürchten. Man sagt. Euer Wille geschehen. Vergesst die Höflichkeit, Männer. Okay, dann halt nicht mehr diese Runde. Wir zeigen keine Gnade. Befehle, Herr. Vorwärts! Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Morgen marschieren wir weiter. Ach. Ich bleibe über Nacht hier, Herr. Blöder Mist, echt. Die Flüsse können manchmal richtig eklig sein. Stehe zu Diensten. Ja, mein König. Ich beginne Gespräche mit den Fremden. Ah. Jawohl, meine Attentäter waren beide erfolgreich. Die Erde ist rund. Über die Jahrhunderte haben mehrere Gelehrte angeregt, dass die Erde rund sein könnte. Die meisten von ihnen wurden als Ketzer verbannt. Diese Theorie war folglich nicht sonderlich populär. Doch Fortschritte in der Astrologie haben es nun genug gebildeten Menschen akzeptiert, dass diese Theorie es wert wäre, erforscht zu werden, wenn vielleicht jemand nach Westen segeln würde, um eine Handel